dann fangen wir mal mit dem Unboxing an, weil ja viele von euch gefragt haben und beziehungsweise wissen wollten, wie mein Feedback zu der Bremse ausfällt. Hier erstmal natürlich ein riesen Koffer, ja. Wenn man für das Geld muss das natürlich auch super gut verpackt sein, dass da ja keine Beschädigung dran kommt. Es handelt sich um die Brembo GT Bremsanlage. Hier im Manual beschrieben, Einbauanleitung, Einbremsverfahren aufgeführt. So, das erste Paket, das ich aufmache, ist hier einmal so ein kleines Päckchen mit Kleinteilen. Ja, da ist alles schön verpackt, wie man sieht. Hier haben wir so ein paar Stifte, Schrauben für den Bremsbelag zur Befestigung des Bremssattels. Natürlich für links und rechts jeweils, auch ein Adapter für die Bremsleitung später. So, da haben wir einmal die Stahlflex-Bremsleitung für die Vorderachse, natürlich vom Dekra geprüft, dass das dann auch bei der Eintragung keine Schwierigkeiten macht. Das größere Teil hier ist einmal der Adapter für den Bremssattel, der natürlich aufgrund der dickeren Scheibe ein bisschen auszentriert werden muss und auch aufgrund der Sattelform nicht mehr auf die originalen Halterpunkte passt. Ja, und bevor ich jetzt hier das zweite Päckchen aufmache, die Anlage ist in verschiedenen Farben erhältlich. Ja, rot, schwarz, gelb, ich glaube Silber etc. Auch natürlich Wunschfarben möglich, ist gar kein Thema. Geht alles. So, da ist natürlich noch versiegelt, da muss ich jetzt kurz ein Messer holen. Aber was ich sagen wollte, die Bremsanlage an sich ist eigentlich für jedermann gedacht, weil sie eine deutliche Verbesserung an Standfestigkeit bringt. Ja, die Bremspower wird minimal auch besser, ist aber ein wenig kastriert durch das ABS und durch die vorhandenen Bauteile vom Model 3, durch die Räder etc. Das heißt, ich werde jetzt nicht plötzlich, wenn ich von 100 auf 0 runterbremse, einen kürzeren Bremsweg haben. Ja. Hier nochmal der Bremssattel. Er hat ein ganz schöner Oschi, aber relativ leicht. Man sieht hier die 6 Kolben, da es ja ein 6 Kolben Festsattel, Bremssattel ist. Wunderschön. Hier auch die Bremsbeläge. Hier haben wir die Variante für den sportlichen Alltag gewählt. Das müsste, glaube ich, eine Zusammenarbeit von Brembo und Ferodo sein, soweit ich mich nicht täusche. So, ja, das war jetzt der Bremssattel. 6 Kolben Bremssattel. Sehr schön gearbeitet. So, zurück zum Thema. Also, wie gesagt, die Bremsleistung kann ich nicht außerordentlich verbessern. Ja, da habe ich einfach technische Gegebenheiten, die das verhindern, aber die Standfestigkeit der Bremse. Das heißt, ich kann viel öfter aus hohen Geschwindigkeiten runterbremsen, ohne dass die Bremse vibriert, ohne dass die Bremskraft nachlässt, ohne dass ich irgendwie einen Verzug plötzlich in die Scheibe bekomme. Ja, apropos Scheibe, keinen Verzug bekommen. Hier das letzte große Paket, ich sage mal, der Pizzakarton ist die Bremsscheibe. Ja, hier sieht man die geschlitzte Version, die ich eher empfehle, anstatt der gelochten Version, die es auch gibt. Das ist eine 355 x 32 mm Bremsscheibe, zweiteilig. Ja, hier sieht man schön die Kanäle für die Beentlüftung der Bremsscheibe. Das heißt, die warme Luft wird nach außen gedrückt und nicht angesaugt, um die Scheibe zu kühlen. Der Reibring ist natürlich aus einer besonderen Stahllegierung, der schwimmgelagerte Teil, quasi auch der Bremstopf aus Alu, verhindert bei hohen Temperaturen und Abkühlung dann den Verzug und verhindert auch ein wenig, dass die Hitze zum Beispiel zu weit Richtung Radnabe geht etc., weil einfach durch die Trennung vom Reibring und des Alutops einfach das ein bisschen entkoppelt wird. So, das war auch schon das Unboxing von den ganzen Teilen. Jetzt gibt es natürlich für links und rechts. Also da muss man beim Einbau auch darauf achten, dass man die linke und rechte Seite jeweils richtig montiert, damit die Kühlung richtig funktioniert, der Bremsscheibe.
Ja, und zum Thema zurück, für wen ist diese Bremsanlage gedacht? Also ich bin jetzt auch also knapp mit der Bremsanlage, ich habe jetzt knapp 800 Kilometer gefahren, inklusive Einfahren. Und man merkt einfach, dass nach mehreren Bremsungen die Bremse immer noch sehr stabil ist. Ja, das Bremsgefühl ist noch sehr gut, die Verzögerung ist noch sehr gut. Wir hatten, im, glaube ich, maximal war 11,07 oder 11,1 Meter pro Sekunde im Quadrat die Verzögerung. Ja, wir haben aus 160 eine Vollbremsung gemacht, keinerlei Probleme gehabt. Wir haben 15 Bremsungen aus 120 km/h gemacht mit einer entsprechenden Bremskraft. Haben dann erst, glaube ich, bei 400 Grad Temperatur an der Bremse wirklich gemerkt, okay, da geht nicht mehr. Abkühlfahrt gemacht von circa, ich glaube, 15 bis 20 Minuten. Wieder eine Vollbremsung aus 100 km/h und hatten auf genau 0, ich glaube, 1 oder 2 Meter pro Sekunde im Quadrat die gleiche Verzögerung wie ganz am Anfang. Das heißt, keinerlei Verschlechterung der Bremswirkung durch die vielen starken Bremsungen irgendwie erreicht. Ja, das heißt, die Bremse ist wirklich eher für die Leute gedacht, die wirklich oft Passstraßen fahren, die vielleicht öfters, Entschuldigung, auf der Rennstrecke unterwegs sind, die dann wirklich auch mit der Rekuperation spielen, die auch mal öfters am Limit fahren, die den Bremspunkt weit nach hinten legen wollen. Aber auch natürlich für den Fahrer, der gerne auf der Autobahn schnell fährt. Und jeder Performance-Fahrer kennt es. Du fährst mit, weiß ich nicht, über 200 km/h, es zieht einer raus oder man muss einfach mal stark bremsen. Die Bremse, sobald, ich würde es mal sagen, 200 auf knapp 100 km/h, man merkt schon, das ganze Auto vibriert, Bremskraft lässt nach. Ich hatte auch schon viele Kunden, die nach einer starken Bremsung schon Verzug in der Scheibe hatten. Ja, sobald man einmal Track-Modus drin hatte, greift auch die Tesla-Garantie nicht mehr, so wie mir das ein Mitarbeiter von Tesla gesagt hat. Das heißt, hat man das einmal betätigt, hat man stark gebremst, die Bremse ist verzogen, muss man einfach neue Scheiben drauf machen. Und dieses Problem hat man mit dieser Brembo GT-Bremsanlage nicht mehr. Eintragung ist, wie gesagt, auch kein Problem. Und die Bremse ist wirklich für sportliche Fahrer gedacht. Für jemanden, der im Alltag fährt und das nur machen möchte, sag mal, um irgendwie die Rostprobleme in den Griff zu bekommen, ist es nicht die richtige Variante, weil natürlich auch da irgendwann mal der Rost ansetzt, wenn man wenig bremst. Mein Feedback zur Bremse, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Ich sage definitiv, es lohnt sich, wenn der Einsatzzweck, den man damit erfüllen möchte, wirklich sportlich ist. Für die Optik-Junkies natürlich gar kein Thema, kann man auch machen. Ja, wenn da jemand drauf steht, dass man irgendwas anderes hat als die anderen, natürlich klar, sollte man machen. Ist natürlich auf jeden Fall irgendwas, was nicht gleich ins Auge fällt, aber doch so ein, ja, ein krasses Upgrade ist, was nicht jeder hat. Aber eher gedacht wirklich für den sportlichen Fahrer. Das heißt, ich gehe mal auf den Track, Track Day. Ich fahre wirklich oft sehr, sehr schnell auf der Autobahn. Meine Performance-Bremse taugt meinem Fahrstil nicht. Dann ist es auf jeden Fall eine lohnende Investition. Aber man muss auch bedenken, ich verkürze meinen Bremsweg nicht enorm dadurch. Zumindest nicht bei den ersten paar Bremsungen, weil einfach die Bremskraft nicht viel höher wird als original. Aber die Standfestigkeit ist doch, ich würde sagen, ja, ich schätze jetzt mal 50% standfester auf jeden Fall. Also die Bremse kann wirklich viel mehr ab als die Originale. Das ist doch wirklich, ich sag mal, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade wenn man oft und viel schnell fährt. Ja, das war's zur Bremse. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben oder uns eine E-Mail schreiben, Simsen anrufen. Über Instagram, über Facebook, keine Ahnung, etc. Einfach melden, wenn ihr Fragen habt. Es wird noch mehr kommen. Ich hoffe, es wird auch mehr Videos geben, wenn ihr ordentlich liked. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Bleibt leise und schnell, sofern es erlaubt ist. Und bis bald.